Haben Sie, Herr Welte, eigentlich, dadurch, dass Sie natürlich sich auch in Ihrem Verlag mit Yellow Press beschäftigen, einen Wettbewerbsvorteil zum Thema Alternative Facts? Das ist sehr, sehr nice. Aber tatsächlich ist es so, dass Sie kommen vom Fernsehen, Sie kennen sich mit Journalismus nicht so gut aus. Nee. Von daher. Zieh mir einen Anzug an, trete hier an und hoffe, dass bald vorbei ist. Nein, ja, natürlich nicht. Macht Spaß. Nee, macht Spaß, viel Spaß. Wenn ich jetzt Joko wäre, hätte ich sicher irgendwo einen Tacker und würde ihm in den Mund zutackern, aber das ist halt Entertainment bei Fernsehen. Tatsächlich ist es so, und da müssten Sie einfach versuchen, etwas trennschärfer zu argumentieren und auch einfach sich vorher zu informieren, bevor man sowas sagt. Ich habe nur gefragt, ich habe ja, nichts gesagt, ich habe einfach nur gefragt. Ich möchte auch niemanden persönlich angreifen, ich wieder ein Gag hilft. Ja. Tatsächlich ist es so, dass das Thema Fake News eine große Herausforderung für unsere Demokratie ist, und deshalb würde ich da an Ihrer Stelle gar nicht so einfach so flapsig drüber reden. Tatsächlich ist es eine große Belastung unserer Demokratie. Tatsächlich, wie ich vorher gesagt habe, sind die Verlage diejenigen in Deutschland, die Menschen ausbilden, beschäftigen, 22.000 Journalisten, die nichts anderes tun und die nichts anderem verpflichtet sind, als dem tatsächlich der Wahrheit auf den Grund zu gehen und die Menschen in Deutschland darüber zu informieren, was da draußen passiert. Wir haben eine belastbare Qualität, uns kann man lesen, man kann uns nachlesen, man kann auch, wenn man glaubt, dass es Fake News sind, kann man zu Herrn Scherz gehen oder zu Matthias Prinz und kann versuchen, uns zu verklagen. Aber die eigentliche Bedrohung ist doch, dass es in den sozialen Netzwerken keine Institution gibt, die genau das nachprüft. 7 der 10 meistverbreiteten Nachrichten über Angela Merkel während des Bundestagswahlkampfs waren Fake News. Ich glaube bloß, man muss schauen, wir befinden uns in einer Situation, die fast kafkaesk ist, weil wir die Verzerrung von Wirklichkeit und Wahrheit erleben. Wahrheit ist das, was Menschen auch über soziale Netze völlig ungeprüft verbreiten können, und die Wirklichkeit ist das, was tatsächlich draußen ist, und auf diese Wirklichkeit verfühlen sich 22.000 Journalisten in den deutschen Verlagen verpflichtet. Und das ist, glaube ich, dafür müssen wir kämpfen.